Im Brennhaus. Im Brennhaus? Dass man verarscht wird. Auf der ganzen Scheißwelt. Weshalb? Genau. Naja, alles wird teurer und wir haben nichts. Würden Sie auf die Straße gehen? In der Form, wie die Metalle das jetzt machen? Also auf die Straße gehe ich nicht, weil ich bin nicht so ein Mensch, aber ich reg mich halt auf, gern, weil ich ein Wiener bin. Okay. Gewinn ist nur für die Reichen. Die Armen sind nur verarscht. Eine Mittelklasse gibt es ja keine mehr. Weil das ist nur Verarschung. Wie willst du das machen? Ein Teil, warum die Metalle jetzt auf der Straße sind, ist ja, dass sie gesagt haben, okay, die Inflation war so und so hoch, also wollen wir auch so und so viel mehr Gehalt haben. Ja, aber trotzdem kriegen wir nicht mehr, weil dann erhöhen sie wieder alles. Kommst sowieso nicht raus von dem System. Ist Ihnen wichtig, dass die Menschen geschützt sind? Wie wichtig? Natürlich, sehr wichtig ist mir das. Verfolgen Sie das auch mit, dass Sie gerade am Warnstreik waren? Schon auch, ja. Ja. Und die 2%, die Sie da angeboten haben, das ist ja lochhaft, ja, bei der Inflation. Also ich motiviere alle, zur Gewerkschaft zu gehen, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Sorry, leider null Ahnung drüber. Aber arbeiten Sie schon oder noch Ausbildung? Ich arbeite, aber haben Sie einen, da ist die noch Frage, haben Sie einen Kollektivvertrag? Ja, natürlich. Ja. Was müsste passieren, dass Sie sich so unfair behandelt fühlen, dass Sie auf die Straße gehen würden, so wie die Metaller jetzt? Ich wüsste jetzt nicht, was ich darauf sagen sollte. Leider, das heißt, eigentlich geht es Ihnen gut, oder? Wenn Sie nichts wissen. Okay, ja, sicher. Wie gesagt, ich habe leider nicht viel darüber zu sagen. Tut mir leid. Haben Sie es mitbekommen, ja, dass sicher, den Warnstreik? Ja, ja, sicher. Viele junge Leute bekommen es nicht einmal mehr mit, dass das gerade ein Thema ist. Oh ja, da, ich bin auf heute da, auf App und die Krone-App und Instagram-App, also man kann dem nicht entgehen. Nein, nein. Also ich bin jetzt 4 Jahre in Pension, das hat schon vor 14 Jahren angefangen zum schlechter werden. Ich möchte heute nicht mehr arbeiten gehen müssen, muss ich ehrlich sagen. Die Armut wird immer größer werden. Die Not wird immer größer werden. Ist jetzt schon zum Teil sehr groß. Also gerechte Entzahlung gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, schon lange nicht mehr. Haben Sie es noch erlebt, wo Sie das Gefühl gehabt haben, das ist fair, das passt so? Ja, wie ich 20 war. Da war noch der Schilling. Und da weiß ich noch, ich habe mit 19 Jahren habe ich verdient ungefähr 8.000, 9.000 Schilling. Das war viel Geld. Für ein junges Mädchen, junge Frau war das viel Geld. Ja, ich habe gut gelebt. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie sich was wünschen könnten? Ja, das kann sich nicht ändern. Wünschen bringt nichts, wenn es eh nicht bringt. Ja, weißt du, was ich meine? Nein, es bringt ja nichts. Du redest irgendein Blödsinn, es bringt ja nichts. Den interessiert es ja nicht.